So, damit willkommen in der, ich glaube, es müsste die 7. Folge sein. Da klar steht auch Map 7, Red Light District 3, 1 von 3. Und das Erste, was wir natürlich tun, ist, die Karte auszukundschaften. Oh, das sieht nicht gut aus. Sieht sehr offen aus. Viele Wege, viele enge Wege vor allen Dingen. Sieht nach Fallen aus. Und wir haben leider bloß wieder unsere Popelwaffe. Ich überlege gerade, wie ich jetzt vorgehe. Da es ja so ist in Robocop, wenn man einen Schuss abfeuert, kommen alle auf einen zu. Werde ich das nicht machen. Ich versuche mal einen etwas offenen Bereich zu finden, um ein bisschen zu manövrieren. Aber wo ist einer? Da auf jeden Fall nicht. Oh, da war eine Schrotflinte. Hier ist ein bisschen offener. Und diese Kugeln schon wieder. Ich hasse diese Kugeln, habe ich das schon mal gesagt? Diese blöden Raketen, Jungs. Okay, ein paar haben wir jetzt schon. Oh. Alter, ich kämpfe wie so ein Baby gerade. So, okay, lass uns mal hier lang gehen. Kann man hier noch irgendwas machen? Ist hier irgendwie noch ein Geheimnis oder sowas versteckt? Irgendwas, um mir Energie zu geben? Natürlich nicht. Ich muss echt schweinemäßig aufpassen jetzt gerade. Okay, hier ist nichts. Was ist geht's hier? Was ist hier? Das ist hier irgendwie die... Die Versammlung der anonymen Alkoholiker. Oh, alter Schwede. Ich brauche unbedingt Energie. Ist hier irgendwas? Nee. Ist hier irgendwas zum Runterdrucken? Auch nicht. Okay, dann lass uns mal... was ist das für eine Tür hier? Da ist ja nicht auch, du little Shitbag. Noch ein Shitbag. Ah, ein wenig Babynahrung. Gut, hier ist nichts weiter. Oh doch. Manchmal ist auch komisch, da kann man draufdrücken, wie man möchte und man trifft die und die fallen nicht um. So, Zivilist. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Wo kommen die immer alle her? Auf einmal steht so ein komischer Gorilla hinter dir und du weißt einfach nicht, wo der herkommt. Gut, hier ist zu. Das heißt, die Seite ist clear. Gehen wir zurück mal in diese komische Taverne. Da war ja noch eine Tür hier hinten versteckt. Hallo? Mission? Shotgun-Shells? Hallo? Das ist der Barkeeper wahrscheinlich hier. Oh, Armor. Sehr gut. Puh. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich öfter mal ein bisschen mehr speichern muss, wahrscheinlich in dem Spiel. Keine Tür, keine Tür. Keine Tür? Gut, dann gehen wir aus dem... Ach, sind wir wieder auf der Straße, genau. Gut, wo gehen wir jetzt lang? Ich mach mal kurz erstmal eine kleine Speicherung. Ist mir alles ein bisschen zu... Oh, zu gefährlich! Wie ich sagte. Diese Raketenjungs sind so... Die, okay, welche Richtung nehmen wir? Die Richtung? Oder die andere Richtung? Ach du Scheiße. Es sind beide Türen aufgegangen, ne? Halleluja. Hab ich ihn erwischt? Was ist das hier? Typhoon? Eine Schwulenbar? Ich gehe jetzt mal kurz in die andere Richtung, aber ich glaube, da brauchen wir einen blauen Schlüssel. Fünf Geheimnisse habe ich, glaube ich, gesehen auf der Karte, aber ich habe noch kein einziges gefunden. Obwohl die Map anscheinend quadratisch aufgebaut ist, ist es, glaube ich, das erste Mal. Oh. Ah, es ist ein Stripclub. Oh, okay. Das macht Sinn. Komm ich da ran? Hä? Nein, ich komme nicht ran. Vielleicht von der Seite. Oh, diese schönen Bait hier. Was ist hier? Eine Tür? Ist gar nichts. Ha!
erwischt. Und die rote Keycard endlich. Kann man hier irgendwas aufmachen? Oh, wirklich. Die Maschinengewehr, Jungs. Und ein bisschen Babynahrung noch. Ist hier was zu drücken noch? Aber einen geilen Sammelschen Drogen. Oh, ein Zivilist. Oh nein, diese Autos. Ich weiß gar nicht. Wo ist er hin? Oh, die Knarre. Yeah. Nein. Boah, fuck, haut das Ding rein. Ich bin weg hier. Scheiße, haut der rein. Doppelter Raketenwerfer. Ich muss mal kurz mal safen. Boah, fuck. Boah, genau, volle Breitseite. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich will jetzt auch nicht die Superknarre verschwenden. Ach, drei Raketen sogar. Alter Schwede. Und noch Raketen. Mal, sind die alle ganz dicht hier? Reicht sie langsamer. Hä? Was war das für ein Bug eben? Da hat irgendwas durchgeglitscht, habt ihr das gesehen? Da schon wieder. Da. Da. Ein blaues Auto. Ah, Strippi. Gut. Hier kann man hochgehen. Wir schauen mal nach. Auch. Hä? Ah, ich habe einen roten Key, stimmt ja. Oh, jetzt geht's runter hier ins Gewölbe. Pornokeller. Das ist irgendwie die. Es ist ja auch der Red Light District, stimmt ja. Deswegen auch die ganzen Bars und Stripclubs. Oh, das war der Raketenwerfer. Meine Güte, ey. Die kann ich auch mitnehmen, oder? Die kann ich mitnehmen. Ist hier irgendwas drin? Nix. Was ist das? Ach, guck mal, das ist doch hier. Ah, sehr gut. Ein Geheimraum. Sehr schön. Die blaue Keycard ist unsere. Wir gehen mal jetzt weiter. Wie viele Gegner haben wir noch? Wir haben schon fast alle erledigt. Ich muss mal kurz den Verfolgungsmodus anmachen. Okay. Eigentlich nur noch ins Blaue rein. Aber dass ich so viel übersehen habe hier, ne? Kommen wir rein? Nein, ich wollte die Tussis abschleppen. Klappt nicht. Gut, dann gehen wir mal. Hier, glaube ich, war noch ein Tor. Ja. Ist das nicht der, den wir schon mal besiegt haben? Genau, das war doch dieser komische Schwarze wieder hier. Okay, jetzt ist er wieder Matsch. Müssen ja mindestens noch 20 Gegner drin sein. Komm raus, wo immer du bist. Immer noch 10 Gegner, die fehlen. Wow. Das ist bestimmt der Seiteneingang, genau. Achso, ich wollte sagen, war das gerade eine. Ne, jetzt ist Oh Gott, mein Gott, der ist das Teil nochmal. Fahrstuhl. Hier geht's raus, aber bevor wir da rausgehen, da gab's noch eine Tür, glaube ich, an der Seite hier. Schon wieder bloß. Da ist doch. Schon wieder Staffage. Habe ich das beim dritten Mal richtig ausgesprochen. Okay, aber ich würde ja gerne noch mal rein. Hier ist doch eindeutig irgendwas. Sind da irgendwelche Schalter vielleicht unten noch? Wie komme ich an die Mädels eigentlich auch ran hier? Ah, guck mal hier. Ich nehme alle mit, danke. So, sind da noch ein paar Gegner da? 9 Stück? Wahrscheinlich in den Geheimnissen verteilt. Hier ist eine Tür. Ich sehe dich, du kleiner Furz. Nee, die verschwende ich nicht. Was ist das hier? Ein Secret. Raum der bösen Jungs? So. Okay. Ist hier noch was zu verschieben? Nee. Okay.
Mehr kann ich auf Anhieb ja auch nicht sehen. Ich meine, oben rechts hier ist noch ein bisschen was frei. Wir gucken noch mal kurz da und hier ist auch noch ein bisschen was frei hier, ne? Ich weiß auch nicht, ey. Aber okay, ich möchte nicht wieder das Video so extrem strecken eigentlich, von daher. Was soll's. Ende Gelände. Und wir gehen weiter in den Red Light District 2 von 3, mehr Frauen aufzugabeln und mehr Jungs abzuknallen. Bis dann.